Schwindel und Tinnitus, damit plagen sich Millionen. Zwei ganz unterschiedliche Probleme, die aber öfter als man denkt ein und dieselbe Ursache haben. Und die liegt im Nacken. Wissenschaftlich bewiesen ist das zwar nicht, aber in der Praxis zeigt sich immer wieder, wenn verspannte Muskeln entlang der Halswirbelsäule gelockert und gezielt trainiert werden, dann können Ohrgeräusche und Schwindelanfälle wieder verschwinden. Christina Teichert und Johanna Fürstenau. Die beiden Frauen haben etwas gemeinsam. Dabei sind ihre Krankheitsbilder ganz verschieden. Christina Teichert ist leidenschaftliche Musiklehrerin. Auch zu Hause musiziert sie gemeinsam mit Tochter Anna. Doch eines Tages hört sie plötzlich ein äußerst unangenehmes Geräusch. Er war wie ein lauter Presslufthammer, wie ein Geräusch, das man aus dem MRT kennt, dieses Knattern im MRT. Das entsprach meinem Tinnitus-Ton. Eine Stresserscheinung? Der HNO-Arzt rät zur Entspannung. Doch auch nach 6 Wochen ist das Ohrgeräusch immer noch da. Das Thema Tinnitus prägte unser Familienleben negativ. Mein Mann, der eigentlich eine sehr angenehme, dunkle Stimme hat, auch dieser dunkle Frequenzbereich, der war für mich unerträglich. Ich war traurig, weil ich mit den Kindern nicht spielen konnte. Mir fehlte die Freude am Leben. Selbst die von ihr so geliebten Klavierklänge hält sie nicht mehr aus. Alles klingt verzerrt in ihrem Ohr. Es soll dauern, ehe sie Musik wieder ertragen kann. Auch Johanna Fürstenau aus Braunschweig hat mit einem langwierigen Problem zu kämpfen. Seit 2 Jahren leidet sie unter Schwankschwindel beim Gehen. So nach 100 Metern fing es an, dass der Drall entweder nach links oder nach rechts ging. Das konnte ich gar nicht verhindern. Ich denke immer, dass alle denken, ich trinke und bin betüdelt. Das möchte ich nicht. War mir unangenehm und wollte eigentlich gar nicht mehr weggehen. Und das hat mich gestört. Ich bin nämlich gerne draußen. Da das Gleichgewichtsorgan im Ohr sitzt, wendet sie sich zunächst an einen HNO-Arzt. Doch weder der noch ein Augenarzt können die Ursache für ihren Schwindel finden. Schließlich entdeckt sie einen HNO-Mediziner, der sich auf Schwindel spezialisiert hat. Dann fangen wir doch jetzt mal an. Das ist ein Test, mit dem wir einfach ihre Standfestigkeit prüfen. Liegt es an einer Störung der Gleichgewichtswahrnehmung im Innenohr? Ich fange sie auf, dass sie nicht fallen können. Ja, wir brauchen nur eine Messung. Der Schwindelexperte kann sich auch eine andere Ursache vorstellen. Die Halswirbelsäule ist sicher ein großer Anteil aller Schwindelfälle und rangiert in meinen Augen direkt hinter der Ursache Innenohr. Seine Theorie? Die Halswirbelsäule als Ursache für Schwindel. Wenn Muskeln am Nacken oder auch dem Kiefer verspannen, kann das dazu führen, dass in der Halswirbelsäule Nerven und Gleichgewichtsrezeptoren irritiert werden. Sie senden verwirrende Signale an das Gleichgewichtszentrum im Gehirn. Die können dort nicht richtig zugeordnet werden. Die Folge? Ein Schwindelgefühl. Bei mir sind es sicher über 50% der Patienten, die Schwindel von der Halswirbelsäule haben. Auch bei ihr könnte es also an der Halswirbelsäule liegen. Zurück in Hannover. Christina Teichert verzweifelt zunehmend an ihrem Ohrgeräusch. Sie probiert viel aus. Traditionelle chinesische Medizin, Osteopathie, Homöopathie. Schließlich wird sie 3 Tage lang stationär aufgenommen. In der Klinik in Hannover versucht man es mit einer Kortisontherapie. Erfolglos. Ein MRT soll schließlich klären, ob es im Gehirn einen Tumor oder Gefäßschäden gibt. Ja, wir sehen auf beiden Seiten also einen normalen Befund vom Innenohr und auch vom Hörnerven. Das heißt also, dass hier kein Tumor vorliegt. Kein Tumor, aber damit auch keine Ursache gefunden. Man sagt ihr, sie werde wohl mit dem Tinnitus leben müssen. Es gab Situationen, ich habe einfach resigniert. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Dann, völlig unverhofft, hört sie bei einem Visitebeitrag, dass es einen Zusammenhang zwischen Nackenmuskeln und Tinnitus geben kann. Sie vereinbart einen Termin beim Orthopäden Christian Sturm. Und der? Er tastet tatsächlich etwas in den Muskeln rund um die Halswirbelsäule. Der tut den Wehen jetzt auch sehr hart. Ja. Der für Tinnitus und Schwindel sitzt davor, nicht erschrecken. Oh ja.
In dem Fall hat man auch gemerkt, ja, da wo man tastet, tut es ihr dann auch sehr weh. Das ist dann immer schon ein starker Hinweis dafür, dass das nicht in Ordnung ist, weil ein gesunder Muskel tut normalerweise nicht weh. Und dann hat man bei ihr in diesem Fall sogar den Tinnitus auslösen können. Das heißt, man also das Geräusch konnte man modulieren. Das ist also ein sehr, sehr starkes Zeichen dafür, dass es einen Zusammenhang zwischen Muskulatur und dem Tinnitus gibt. Der Mechanismus? Verspannte oder verkrampfte Muskeln in Nacken oder Kiefer senden übermäßig viele Signale an das Stammhirn. Es kommt zu einer Art Kurzschluss. Die Impulse springen auf den Hirnnervenkern fürs Hören über und melden, hier ist ein Geräusch. Tinnitus. Nun soll ihr Physiotherapeut zwei Muskeln gezielt behandeln. Den Splenius capitis und den Semispinalis capitis. Muskelverspannungen an der Halswirbelsäule entstehen oft durch ganz alltägliche Fehlhaltungen, wie beim Autofahren, dem Blick aufs Handy, beim Arbeiten am Computer. Auch bei Johanna Fürstenau vermutet ihr Arzt die Ursache für ihr Schwindelgefühl in der Halswirbelsäule. Durch gezielte Handgriffe lockert er die oberen drei Halswirbel. Der Schwindel ist schlagartig verschwunden. Wunderbar, ich kann geradeaus gehen. Ich habe wieder Spaß am Leben. Das ist so schön. Bei der Braunschweigerin hat eine einmalige Behandlung die Probleme gelöst, die sie jahrelang hatte. Christina Teichert hingegen braucht Ausdauer. Dann kann ihr Tinnitus auch wieder ganz verschwinden. Sie geht zur Physiotherapie und trainiert zu Hause täglich ihre Nackenmuskulatur. Und sie ändert ihre Haltung beim Klavierspielen. Die Muskeln inzwischen viel entspannter. Nach insgesamt 1,5 Jahren ist der Presslufthammer in ihrem Ohr deutlich leiser. Und manchmal kann sie ihn sogar ganz ausblenden. Ja, ich freue mich jetzt, dass Christian Sturm bei mir ist. Sagen Sie, wir haben so viele Zuschriften bekommen zu diesem Thema, vor allen Dingen Tinnitus geplagter Menschen. Alle sagen, ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen, aber in den Nacken hat mir keiner geguckt. Wieso nicht? Ja, mit so einem Symptom geht man natürlich zum Hals-, Nasen-, Ohrenarzt. Und der ist ja kein Halsmuskelspezialist. Also die denken dann auch vielleicht an die Idee gar nicht. Und das ist auch einfach noch nicht so sehr bekannt. Also von der Kaumuskulatur weiß man das schon länger. Aber von der Nackenmuskulatur hat es sich noch nicht so sehr verbreitet. Also das muss erst noch in die Masse auch der Ärzte auch erst durchdringen. Aber Sie haben ja auch schon vor 2 Jahren bei uns mal darüber berichtet. Und trotzdem dauert es dann immer eine Weile, bis das in die Breite geht, ne? Ja, teilweise erzählen die Patienten es dann auch ihren Ärzten. Ich habe dabei Visite was gesehen. Das freut uns natürlich dann besonders, wenn die Ärzte dann bei uns anrufen und sagen, hier, können Sie uns mal einen Tipp geben, wir haben das da. Und dann schicken wir denen auch gerne Infomaterial, auch mit den Muskelkarten, wo das dann liegt. Das freut uns natürlich dann, den fachlichen Austausch auch zu haben. Freut uns natürlich auch, wenn da Visite dann auch genannt wird. Ich habe eine Zuschauerfrage von Carola Garsuch aus Wesselburener Kog. Sie schreibt, sie hat seit 5 Jahren ungeklärten Schwindel. Und das Thema Halswirbelsäule, Nacken, jetzt mal selber beim Orthopäden angesprochen. Daraufhin hat er ihr eine Halskrause verschrieben und Krankengymnastik, meinte aber, sie müsse damit wohl leben. Was sagen Sie dazu? Ja, diesen Satz, damit müssen Sie leben, den hören Patienten ja leider sehr oft, den mag ich natürlich gar nicht. Aber Halskrausen bin ich leider auch gar kein Freund von, weil die ja das Ganze ruhig stellen oder auch sogar den Druck teilweise erhöhen, weil sie sich ja teilweise sogar auf Muskeln auch abdrücken, also damit auch Druck erzeugen auf den Muskel. Und letztendlich auch die Muskulatur verweichlichen, ne? Ja, das kommt dazu, wenn man sie lange trägt, dann schwächen die Muskeln auch ab. Ne? Das ist also eigentlich nicht mehr der Trend und bei Tinnitus sowieso nicht. Aber auch nach Unfällen, nach Schleudertrauma, wo das immer ein Thema war, ist es eigentlich auch nicht mehr akut. Zeigen Sie uns doch noch mal, wo findet man denn diese neuralgische Stelle im Nacken? Das Problem ist, dass der Muskel großteils bedeckt ist von einem anderen. Deswegen sind die so unbekannt. Also sie kommen von tief unten nach oben und gehen aber unter dem kaputten Muskel sozusagen immer verborgen. Und dann ist entsprechend hier oben nur so eine ganz kleine Stelle. Da ist ein kleiner Punkt. Da ist der große Muskel hier hinten und da ist der große Muskel hier vorne. Und dazwischen gibt es so eine kleine Lücke, die kann man bei sich selber auch gut tasten. Die ist aber halt nur 2 Millimeter sozusagen groß sozusagen. Da muss man halt sozusagen sich reintasten. Und dann merkt man, wie das so ein bisschen aufgeht. Und dann kann man genauso die Fingerkuppe sozusagen drauflegen. Und da merkt man dann schon, wenn es das ist. Das tut dann auch sehr weh. Ja. Das darf nicht wehtun. Normalerweise kann man da drauf rumdrücken, wie man möchte. Aber wenn man merkt, oh, davon kommt es, dann sagen die Leute schon, oh, das tut mir sehr weh. Und teilweise kann man den Tinnitus selber sogar auslösen. Aber kann ich da auch was falsch mitmachen? Also schlimmer machen oder auf einmal noch Schwindel dazu kriegen? Das kann sein, dass man das dadurch verstärkt, dass der Tinnitus lauter wird oder leiser oder dass man Schwindel dazu bekommt. Das ist aber jetzt dann kein beängstigendes Symptom, sondern da muss man wissen, ach so, es ist eher ein gutes Zeichen. Das heißt, es kommt wahrscheinlich sogar von der Muskulatur, weil sonst könnte man es auf dem Wege ja nicht auslösen. Mhm.
Diese Probleme sind ja ganz häufig hausgemacht. Und das, was da auf dem Esstisch steht, lassen Sie uns mal rübergehen. Das sind so Dinge, da sagen Sie, das sind typische Alltagsfallen. Wieso? Also ein breites Spektrum hier vom Laptop über Handy, Bastelarbeiten und Nähmaschine, ja. Wir machen immer vieles in der Vorneige. Das heißt, wir arbeiten immer weit vorne. Und wenn man jetzt die Nähmaschine als Beispiel nimmt, gerade wenn man eine Detailarbeit kontrollieren will, dann sehe ich das halt, dass viele Leute sich dann vorbeugen und zu gucken, ja, ist die Naht auch gut geworden. Mhm. Und gerade diese Haltung, wenn man das praktisch den Kopf aus der Achse nach vorne schiebt, die Schulter nach vorne zieht und den Kopf zusätzlich noch nach vorne, dann ist das für die Nackenmuskulatur wahnsinnig anstrengend. Also mal kann man das machen, ne? Aber eine Stunde wäre schon echt blöd. Kurz machen wir das ja alle dauernd, aber bei der Dauerhaltung am Arbeitsplatz oder halt auch beim Hobby, das kann ja dann auch mal ein, zwei Stunden dauern. Und das ist auch beim Basteln, sage ich mal, an irgendwelchen technischen Geräten. Ne? Das ist also egal, was man da macht, also ob das jetzt mit der Feinarbeit sozusagen ist oder natürlich das Schlimmste ist halt das Handy, weil es heutzutage am häufigsten ist. Nähen und Basteln macht jetzt nicht jeder, aber ein Handy hat heutzutage fast jeder. Und da ist die Haltung ja noch schlechter, weil der Kopf auch noch nach vorne gekippt ist. Viele halten ihr Handy so und gucken dann so darunter. Absolut, ja. Das heißt, fast im rechten Winkel, ne? Ja. Wie viel Last ist denn da eigentlich? Der Kopf wiegt ja so 4-5 Kilo. Ja, der Kopf ist erstaunlich schwer. Ne? Ja. Man macht sich das so gar nicht bewusst, weil wenn er gerade auf der Achse sitzt, ist ja alles stabil. Mhm. Aber wenn man so nach vorne kippt, dann steigt die Belastung wirklich auf große Werte, also bis auf das Vierfache des normalen Gewichtes, weil die Scherkräfte, nennt man das, so stark sind. Über 20 Kilo dann auf einmal. Man vergleicht das so, als würde man sich mit einem Gummiband eine Wasserkiste an den Kopf binden und die versuchen, mit dem Kopf so anzuheben. Mhm. Also so kann man sich das vorstellen. Das werden also immense Kräfte. Ja, aber manchmal will man eben basteln, man muss nähen. Oder wie Andreas Lahmann aus Flensburg uns geschrieben hat per Mail, er braucht sein Handy ganz einfach. Mhm. Welchen Tipp haben Sie für ihn? Mhm. Also nicht immer nur runtergucken? Das ist also eigentlich ganz einfach sogar. Ne? Also ich sage das meinem Sohn auch oder auch natürlich Patienten. Man muss halt nicht so sitzen. Es reicht ja, wenn man so sitzt. Dann kann man sein Handy auch bedienen. Das ist sogar relativ angenehm. Man legt den Ellenbogen halt so an und den Ellenbogen hier. Dann kann man auch lange, das ist für Jugendliche wichtig, dass sie auch lange am Handy sein können, dann auch so tippen. Aber man hat halt diese Haltung quasi schon mal deutlich verbessert, ne? Und halt guckt nicht so, sondern halt so. Und das reicht ja. Das ist ja, wie man ein Buch oder eine Zeitung auch halten würde. Dann ist die Scherkraft schon mal deutlich verbessert. Viele Leute, die uns geschrieben haben, würden ganz gerne ein paar Tipps haben. Wie können Sie präventiv oder auch wenn es schon wehtut im Nacken, da etwas gegen tun? Es gibt eine sehr einfache Dehnungsübung, speziell für diese beiden Muskeln. Die sind auch nicht so wahnsinnig bekannt, deswegen würde ich die einmal vormachen. Man setzt sich einfach ganz gerade hin, greift mit dem Arm über den Kopf, sozusagen so schräg nach hinten rüber und zieht dann einfach den Kopf so 45 Grad schräg nach vorne. So lange, bis man merkt, oh ja, jetzt fängt es an zu ziehen. Das ist halt, wenn das sehr verspannt ist, sehr früh, dann merkst du schon, oh ja, jetzt geht's los. Bei mir ist das jetzt in Ordnung, deswegen komme ich da sehr weit. Und das natürlich zur anderen Richtung auch. Das sind diese beiden Schrägen und noch eine Übung in die Mitte. Das heißt, man nimmt beide Hände und zieht so gerade nach unten. Immer natürlich in Ruhe und langsam und auch keine hektischen Bewegungen, aber auch 30 Sekunden lang in der Position halten. Und gerne vorher dann aber auch eben massieren. Diesen einen Punkt, den Sie zeigten und den Spiegel gleich auf der anderen Seite eben auch. Ne? Noch eine Frage. Können auch Zähne knirschen und solche Probleme im Nacken miteinander zusammenhängen? Ganz paar Sekunden haben wir noch. Also von den Zähnen ist sogar schon länger bekannt. Das heißt, die Kaumuskulatur, auch die Zungenbodenmuskulatur, das ist schon seit 20 Jahren auch beforscht. Da gibt es das sehr, sehr häufig. Das kann man auch locker mit hin und her schieben oder auch mit massieren. Da muss man auch immer dran denken. Schnackt. Die sogenannte CMD ist also auch beim Zahnarzt oft ein Thema. Die kann auch Schwindel und Tinnitus mit verursachen über auch dieselbe Fehlverschaltung. Kann man aber eben selber dann auch bewusst. Genau, einfach mit dem Finger. Man kann mit dem Finger an seinem eigenen gesunden Muskel nichts falsch machen. Das heißt, wenn man da ein bisschen drauf rummassiert, kann das nichts Schlechtes auslösen. Super.